Okay, also ich freue mich mega auf ihn, ein Ilmenau-Urgestein, der hat glaube ich schon alles erlebt hier in Ilmenau, alles gemacht in Ilmenau und jetzt hören wir ihn, Tristan Lauber. Danke. So, Dankeschön. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Okay, Bergfestvorlesung, ja, wie kommt es dazu und wieso steht da unser heutiges Opfer? Viele Jahre Ilmenau gewesen, tja, alles Mögliche gemacht, nie war ich im Bergfest. Heute ist die Rache, jetzt muss ich hier vorne stehen und bin beim Bergfest. Also, ja, freut euch. Nach dem Motto, man wendet sich nicht gegen Bergfest. Gut. Ja, was will ich euch erzählen? Also, worum geht's überhaupt? Was ist der Typ, was macht der Typ hier vorne? Was will er? Ja, ganz einfach, ich stehe hier und ich will mit euch kommunizieren. Ich will eure Herzen erobern. Ich will, dass ihr auf meine Seite seid. So, da habe ich mir so überlegt, gut, was habe ich jetzt für Hilfsmittel? Ich kann euch anschreien, das ist eher kontraproduktiv. Bier trinken macht ihr sowieso. Bunte Bilder, habe ich überlegt, das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber ja, ehe ich dazu komme, erstmal so herkömmliche Kommunikationsmethoden. Was gibt es denn noch? Also ich kann normal reden, finde ich gut. Singen könnte ich auch so. Ja, ich stehe hier und singe, hab Spaß. Klappt nicht ganz so. Tanzen, bisschen zu dynamisch. Pantomime kommt von ganz allein. So ein paar Handbewegungen mit, das... Ja, bringt Stimmung, ich sehe schon, ihr freut euch. Genau. Schreiben, Bilder malen, alles möglich. Ja, aber im Allgemeinen geht es nicht darum, allein wie kommuniziere ich jetzt mit euch, sondern wie kommuniziert man allgemein oder wie erobert man das Herz von irgendjemandem. Da habe ich einfach mal einen Liebesbrief rausgesucht. So, ich hoffe, das kann man lesen. Also, ich lese einfach mal vor. Liebe Claudia, Achtung, Korrektur direkt dabei, K durchgestrichen mit C, du Arsch. So, ich muss immer nur an dich denken. So, bei muss schon wieder direkt der Fehler, kein Doppel-S, dich im Brief groß geschrieben, E und es geht so weiter. Gut, ich lese erstmal vor. Seit unserer gestrigen Nacht bin ich von dir verhext. Da steht auch da, das nicht groß geschrieben, du meinst verzaubert, etc. Wo warst du? Nur all die Jahre, die ich ohne dich war. Kommen ein paar schnippische Kommentare und so weiter und so weiter. Mit meinen Freunden sprach ich über dich. Und die waren begeistert. Lauter Fehler, hoffentlich bist du nicht schwanger mit einem Kind, aber wenn, wir kriegen das schon hin. Ich meine, das sind so klassische Liebesbriefsätze, oder? Schreibe ich auch immer, finde ich super. Ja, ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Dein Klaus. Ja, das Ding wurde schön korrigiert, direkt benotet, ungenügend. Was würdet ihr sagen? Ist jetzt ein bisschen schroff, aber ist okay. Also habe ich mir überlegt, ich schreibe lieber keinen Brief an euch, das kann schief gehen. Ja, habe ich überlegt, gut, Briefe schreiben, ein bisschen out. Was hat uns so die letzten Jahre, was haben uns die letzten Jahre so gebracht? Was gab es an Kommunikationsmitteln, die wir noch nutzen können? Habe ich überlegt, das Telefon. Das ist eigentlich auch ein krasses Ding. So, das wurde von allen Generationen genutzt. Ist noch heute, gibt es die passenden Modelle. Links zu sehen, ein bisschen älteres Modell. Sieht man schon so einen Mafiosi, wie er da steht. Rechts der Nachwuchs. Ach so, okay. Falls ihr euch wundert, was diese kleinen Zahlen sind, ja, die Quellen fand ich unschön hinzuschreiben. Ich habe da sogar ein richtiges Quellenverzeichnis gemacht. Dankeschön. Wissenschaftliches Arbeiten und so. Genau. Aber gut, zum Thema Telefon. Was macht das Telefon? Ja, ursprünglich war das relativ einfach. Man hat angerufen und dann kam so diese, wie geht's dir, Schatz, hin und her oder Hallihallo. Und zum Schluss, ja, du legst auf, nein, du legst auf. Und das ging dann eine Weile so. Später gab es die mobile Variante mit dem Handy. Du legst auf, nein, du legst auf. Rums, Krach, Auto, alle Tote, viel Geschrei. Ist, ja, so der aktuelle Renner gewesen vor ein paar Jahren. Naja, Sprache allein, seht ihr, gefährlich. Was gab es denn noch? Okay, so mit den Handyzeiten, da gab es dann SMS-Schreiben. Das ist geiles Zeug. Aber, Achtung, begrenzte Zeichenanzahl. Und da waren die Leute, dann haben sie langsam den Kopf richtig angestrengt. So, wie kann man Sachen abkürzen? So, mir geht's gut, Doppelpunkt, Klammer zu. Man überlegt so im ersten Blick, okay, was soll der Doppelpunkt, Klammer zu? Ach du Scheiße, das ist ein grinsendes Gesicht. Genau, total genial. Hier sind noch andere Sachen. Ich bin damit unzufrieden, das ist dann halt die Klammer auf, dann sieht's traurig aus, fröhliches Zuzwinkern. Der Paten Totenkuss, passend zum Motto, Doppelpunkt, Sternchen, weiß jeder, was gemeint ist. Ja, das waren so die Standardvarianten. Ah, dann ging das jetzt weiter. Gut, wir hatten Handys, was kam jetzt? Smartphones. Und da ging es los, weil jetzt hatte man nicht nur diese Zeichen, die man sich selber zusammenklopfen musste, sondern es gab diese ganzen Smiley-Sachen, Emojis und das volle Programm. Ich habe einfach mal die Sammlung komplett zusammengehauen, weil es gibt einfach zu viel. Aber es,
Ja, erreichte Kommunikation. Früher hat man einen Liebesbrief geschrieben, dann kam nach einer Woche zurück, dann hat man wieder geschrieben und hin und her. Heute schickt man abends eine Aubergine, einen ausbrechenden Vulkan. Jeder weiß, was gemeint ist. Das ist wirklich total genial. Ja, aber so weiter überlegt, gut, Smileys. Was nutzen die Leute noch? So, wie erreicht man sie? Ich habe einfach was passend zum Thema. So, Bild, Filmzitat ist jetzt nicht sonderlich witzig, aber ist eine letzte Botschaft. Also man hat eine Botschaft dahinter, man hat ein Bild in Kombination und denkt sich, es bewegt mich irgendwie. Ich weiß, was gemeint ist. Da gibt es alles Mögliche. Und dann habe ich mich informiert über aktuelle Medien. Neben WhatsApp, SMS schreiben, Telegram, und ich bin auf Sticker gestoßen. Richtig krass. Gefühle einfach als Bild zu überbringen, was direkt als Sticker da ist. Da haben wir zum Beispiel Party, Party hart, etc. Man schickt ein Bild zu den Leuten, alle wissen, was gemeint ist. Es geht aber nur zack, los geht's. Man kann natürlich auch süße Sachen machen, so ein bisschen was. Herzchen, fröhliches Zugezwinker. Sind typische Sticker, müsst ihr mal durchschauen, ich kann es nur empfehlen. Ich bin absolut begeistert. Ist auch geil, wenn man so auf Arbeit sitzt und jemand fragt, ja, was machst du gerade? Kann sagen, ja, ich denke, spricht für sich selbst. So, kommst du nachher noch, schaffst du es nicht, warum nicht? Zack. Ja, und ich habe mir so gedacht, krass, diese Welt der Sticker, so, ich meine, was kann da noch kommen? Ich meine, man hat einfach ein Bild, was schon alles sagt. Die einzige Lösung wäre, wenn man mehrere Bilder aneinander hängen könnte. Da habe ich so überlegt, fuck, sowas gibt's, ja. Und ja, während ich so überlegt habe, habe ich meinen Mitbewohner mal geschrieben, ja, was macht er eigentlich gerade, weil er nicht da war? Und er schickt mir das. Alter, das ist ein Pinguin mit Koffer und Hut. Er wollte mir damit mitteilen, dass er auf Arbeit geht. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, ich wollte ihm mitteilen, dass wir frühstücken wollen. Ich habe das Ding direkt begriffen. Habe gleichzeitig ja irgendwie gefragt, was er will. Ja, anscheinend alles. Immer rein damit. Und ja, dann ging es halt weiter, gegessen hin und her. Und wie hat es geschmeckt? Alles okay. Logo, alles gut. Also ihr seht schon, es ist einfach der Wahnsinn. So Kommunikation, Sprechen, Reden, Zuschreiben, man braucht alles nicht. Man schickt einfach so diese Bilderfolgen und ist glücklich. Jetzt die Überlegung, ja, hat das irgendwelche Probleme? Also wenn ich am Arbeitsplatz sitze, lenkt mich das ab. Ich habe so überlegt, gibt es Sachen, die die Lösung beschreiben oder so. Ja, ich sitze selber am Arbeitsplatz, jemand fragt mich, wie es läuft. Das beschreibt es einfach, das ist genial. Oder so, was machst du gerade auf Arbeit? Der Boss kommt rein, oh nein, ich setze mich hin und yeah, ich tippe. Oder besser gesagt, was machen wir nach dem Arbeiten? Ja, mein Mitbewohner halt. Ja, aber ihr seht schon, man hat so eine kleine Bilderabfolge und kann einfach Emotionen in den Leuten auslösen. Da ist die Überlegung, gut, wenn es jetzt mit einem Bild geht, schafft man es, eine Story zusammen zu formulieren. So, mich als Student, damals, wie ich angefangen habe, kleiner Spaß, ich hatte lange Haare, nimmt sich nicht viel, euphorisch, ja, überzeugend stehe ich da und überlege so, gut, was mache ich mit meinen Leuten? Klar, ich gehe mal auf die Party. Party ist witzig, wir freuen uns alle. Ich gehe mal an die Bar und da sieht man schon, der erste zwielichtige Typ schaut einen an, mixt irgendwas und man denkt sich so, okay, ja, ich gönne mir einen Drink, setze mich zu meinen Kumpels. Ja, und der Abend geht halt weiter, so das Übliche. Und dann, boom, es passiert. Du wachst auf, alles kaputt hinüber, du schaust um dich und fragst dich, was ist passiert. Und der erste Typ spricht dich an und sagt, du bist im Bergfest. Und ich so, ja, fuck, so bin ich hier gelandet. Ja, na gut, aber gibt es jetzt noch eine Steigerung davon? Also ich habe echt lange überlegt, ich meine, was geschah denn bisher? Nachrichten an andere Leute schicken, man kann kreative Abkürzungen benutzen, man kann Smileys statt den Abkürzungen benutzen, um einfach mehr Ausdruck dahinter zu bringen, das mit lustigen Bildern und Bilder abfolgen. Und ich habe überlegt, krass, ja, das ist das Ende. Wir haben die Glanzzeit der Evolution erreicht, bis mir eins aufgefallen ist, was noch höher geht. Katzengifs. Ich weiß, oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Ich habe überlegt, was erobert einfach die Herzen der Leute? Ich meine, man ist voll konzentriert auf was und merkt sich, oh mein Gott, was ist da los? Ich gehe dahin, so wie es der Katze geht. Ich meine, die sieht einen Ballon und denkt sich, ja, da gehe ich jetzt mal hinterher. Aber auch, manchmal gibt es einfach nur Sachen, wo man denkt, komm schon Katze, du schaffst es. Ich spring weg, yay. Ja, das war wohl nix. Gott, tut mir ein bisschen leid.
Aber auch bei dieser speziellen Variation des GIFs gibt es noch, also gibt es einfach zu viel Unterteilung, wo man eigentlich nachschauen muss. So am Arbeitsplatz. Ja, was machst du auf Arbeit? So, ich tippe ab. So, was schickt dir die Freundin zurück? Sie macht das Gleiche. Man kann einfach für jede passende Situation einfach, ja, alles finden im Bild. Ich bin wirklich regelrecht gerührt. Ja, aber gut, meistens sieht es nicht so aus, sondern eher so bei mir. Ja, ist schon putzig. Wir schauen uns mal noch, was die Katze so macht. Oh, sie wendet sich. Ah, begeisternd. Ja, das ist schon das am Schlafen. Ich meine, meistens kommt davor erst mal, okay, also eher so was Süßliches. Eine Katze am Einschlafen. Genau, aber auch hier neben dem Arbeitsplatz, was gibt's noch? Man kann aus alten Sitcoms so, ich bin am Essen, einfach irgendwas schicken. Oder was auch sehr schön ist, man geht abends schlafen. Wie teilt man den Leuten mit, dass man jetzt im Bett liegen will, ohne dass die Leute einem böse sind? Man schickt das. Oh, putzig, ich weiß. Ja, was geht noch? Gut, sie akzeptieren nicht und so, du willst nicht mit, nein, nein. Machst du halt einen auf traurig. Ja, und natürlich passend zum Motto, zum Bergfest-Motto, es gibt auch GIFs, die muss man einfach richtig untermalen mit dem passenden Sound. Bier, gib mir Bier, ich will Bier. Da weiß jeder, was gemeint ist. Ja, das ist schön. Gut, also, was haben wir jetzt gelernt aus den paar Sätzen, die ich euch hier mitgebracht habe? Also, man sollte nur Briefe schreiben, wenn man es auch drauf hat. Man sollte sich technische Geräte zu Nutzen machen. Man sollte viele bunte Bilder verwenden. Man sollte sich mit GIFs vertraut machen und man wendet sich nicht gegen Bergfest. So, als Abschluss noch meinen absoluten mein Herzenseroberungs-GIF. Bitte schön und vielen Dank. Ja. Ja, Tristan, vielen Dank. Man muss an der Stelle sagen, das war der wahrscheinlich spontanste Vortrag der Welt. Also Tristan hat ungefähr eine Vorbereitungszeit von einer Stunde. Kommt das hin? Kommt hin, dankeschön. Und dafür war das echt richtig witzig und sehr kreativ. Wir haben natürlich auch für dich noch was, ist ja klar. Dankeschön. Applaus für Tristan Nauber. Wir sind jetzt noch nicht am Ende angekommen, weil es geht nämlich noch weiter im Programm. Wir zeigen nämlich gleich ab 21 Uhr, der HFC zeigt gleich ab 21 Uhr den Film Goodfellas, 3 Jahrzehnte in der Mafia. Ein wahnsinnig guter Film, also ich hoffe, dass ihr alle hier bleibt und euch den mit uns anschaut.